Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Kein Zweifel, dieser Mann ist ein regelrechter Pionier. Heimatminister Söder hat den östlichsten Punkt Bayerns entdeckt und eingeweiht. So schaut's aus. Hi, guten Morgen. Hallo, ich bin Markus Söder. Es gibt nur wenige Menschen in der deutschen Politik wie Fleischliebhaber Markus Söder. Ich sag's mal ganz persönlich, ja? Jeder soll essen, was er will. Aber ohne Fleisch und ohne Bratwurst ist doch ein Leben gar nicht sinnvoll, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder? Ein Mann, der nah am Volk ist und Social Media für sich nutzt. I'll blow up. Ein Bayer, der sein iPhone smooth am Stativ mit Ringlicht festmacht, um schnell noch ein flottes TikTok-Video für die junge Union aufzunehmen. Ein Lieblingsweihnachtslied? Ach, viele. Ich habe eine Playlist gemacht über meine Lieblingsweihnachtslieder. Udo Fröhliche finde ich mein Lieblingslied. Mit dann noch Trompeten und Orgeln, das finde ich schon sehr, sehr schönes Lied. Rostbratwürste oder Schäufele? Gern beides. Aber zuerst aus meiner Raumfahrttasse. Gerade. Doch Markus kann nicht nur hip im Internet unterwegs sein. Im Real Life glänzt er mit populistischen Stammtischideen in Ingolingo. Hat man mir gesagt, ich müsse auch schützen, Gender. Man hat mir vorgeschlagen, nicht schützen Brüder oder Schwestern zusammen, sondern schützen Brüderinnen. Eine zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinbraten mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. Sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Er steht gerne im Mittelpunkt. Auf der Suche nach Ansehen, Autorität und Anerkennung lebt der blutwurstige Markus den Boomer-Social-Media-Grind wie kein anderer. Und wir sind hautnah dabei. Das ist der Gesamt-Cringe von Markus Söder. Cringe-Alarm. Bayern, 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 die Bayern für Bayern, ob in Bayern. Ja, heute geht es um die Eröffnung des YouTube-Kanals des Finanzministers und seines Ministeriums. Ich bin jetzt auf TikTok. Ich war gestern bei einem tollen Termin im Landkreis Traunstein. Bayern ist ein tolles Raumfahrtland. Bavaria One ist nicht irgendein Hirngespinst, sondern ein durchdachtes, strategisches Technologiekonzept. Selber aber auch mal versucht, Veganer zu sein, ein paar Stunden. Ich habe gerade Morgensport gemacht. Sie posten ihr Essen oft bei Facebook. Wenn Sie diese Tritte vors Schienbein immer wieder so ganz gezielt setzen, Herr Söder. Markus Söder wollte Kanzler werden. Hätte er das Zeug dafür gehabt? Was, Bruder? Wie lange muss ich schweigen? Was sagt uns das über Ihr Verhältnis zu Markus Söder? Wir sind wieder da, liebe Freunde von DCS. Wir reden heute über Sachfragen und nicht über andere Dinge. Achtung. Viele Menschen lieben Markus' Social-Media-Content. Es gibt sogar fanatische Markus-Fans, die seine innige Liebe zu Wurstwaren teilen und entsprechende Websites betreiben. Zum Beispiel uns. Diese Website haben wir mit Hostinger KI gestützt, in weniger als 2 Minuten erstellt, inklusive Text und Bildern. Wir mussten nur den Markennamen eingeben, die Art der Website auswählen und eine kurze Beschreibung hinzufügen. Dann noch den Stil und die geile Farbpalette picken und schon haben die Markus Söder Ultras ein neues digitales Zuhause. Ein CSU-naher bayerischer Fanclub, der seine Mitglieder über ihre Wurstliebe definiert. Eine sleeke Online-Präsenz ist heutzutage in vielen Bereichen super wichtig. Mit Hostinger kannst auch du eine Website mit deinem Lebenslauf oder deinem Portfolio erstellen. Es gibt sogar eine mega nice Heatmap, die das Besucherverhalten auf deiner Website vorhersagen kann. Solltest du Probleme mit der KI haben, bietet Hostinger einen menschlichen 24-Stunden-Kundendienst. Checkt jetzt diesen QR-Code oder den Link in der Beschreibung. Mit dem Code TwoBoardGuys kriegt ihr 10% Rabatt auf alle Hosting-Pläne mit einer Laufzeit von mindestens 12 Monaten. Bei jedem Plan ist auch eine kostenlose Domain mit dabei. Außerdem gibt es eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. It's nice to be a prize, but it's higher to be a Bayer. Am 5. Januar 1967 wird Markus Thomas Theodor Söder in Nürnberg-Schweinau geboren. Laut einem ehemaligen Lehrer habe Markus seine Einsen am meisten genossen, wenn die anderen nur Dreien geschrieben hätten. Geschichten aus dem Paulanergarten. Mit diesem sympathischen Charakter tritt Markus mit 16 in das konservative Mutterschiff Deutschlands ein, die CSU, ja? Varian Army. Markus ist sehr engagiert. Sein Spitzname ist immer da, Söder. Er hat einen Förderer in der Jungen Union namens Peter Dilling, der ihn zum Kreisvorsitzenden vorschlägt. Später ist Dilling aus beruflichen Gründen weniger präsent in der Partei. Söder nutzt die Chance, ihn hinterrücks aus dem Amt zu kicken. Long live the beste Bayer. Rost!
Peter schaut heute noch manchmal Söders Facebook-Seite an, aber nur mit Kotztüte. Boy, that escalated quickly. Der Spiegel schreibt 2007 über den noch jungen Politiker. Söder ist ein typischer Vertreter einer Partei, die gern von traditionellen Werten redet, vor Freundschaft und Loyalität. In Wahrheit aber stolz ist auf ihre enorme Hinterfotzigkeit. I mean, that really got out of hand fast. Markus gilt schon früh als skrupelloser Bayer. Einem Parteifreund sagt er, Politik funktioniere nach dem Prinzip stützen oder stürzen. Und so steigt der machthungrige Markus in den Rängen der bayerischen Bastion CSU auf. Heute spielen wir ein Spiel, das so alt ist wie der Schmerz selbst. Bombenangriff. Das klingt ja spannend. Wie lauten die Regeln? Ducken oder sterben. Markus durchläuft sehr schnell sehr viele Ämter. 2017 greift er nach dem Thron, Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Doch der modellbahnliebende, amtierende Ministerpräsident steht ihm im Weg. 2017 tat Horst Seehofer alles, um Söder als seinen Nachfolger als Ministerpräsidenten zu verhindern. Seehofer und Söder gelten als ziemlich beste Feinde. Überall war zu lesen, was Horst Seehofer vor vier Jahren mal bei einer Weihnachtsfeier über sie gesagt hat. Er hat von charakterlichen Defiziten gesprochen, er hat von gesagt, sie seien zerfressen von Ehrgeiz. Bundestagswahl 2017. Die CSU stürzt in Bayern ab. Der Druck ist zu groß. Seehofer muss den Posten des Ministerpräsidenten an seinen Erzfeind abgeben. Es werden viel zu lange Hände geschüttelt. Markus hat es endlich geschafft. Er fliegt das Mutterschiff Deutschlands in Bayern, 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 Bayern. Wenn man so will, war ja der größte Gegner von Söder immer Söder selber. Also es war immer so erkennbar, dass er unheimlichen Zug zur Macht hatte, dass das vielen in der Partei unangenehm aufgestoßen ist. Wer so sympathisch und smooth an die Spitze der CSU schwebt, kriegt es natürlich auch mit Hatern zu tun. Der ist doch sehr erfolgreich, war. Ist der sehr erfolgreich mit den beiden Wahlergebnissen, die er abgeliefert hat? Boah, er ist immer noch Parteichef und Ministerpräsident. Ja, das ist in seinem Selbstverständnis mit Sicherheit. Doch Markus ist noch lange nicht am Ende seiner Karriere angekommen. Er hat keinen geringeren Anspruch, als über Gesamtdeutschland zu herrschen. Markus, lass es. Markus, warum sagst du jetzt wieder das? Markus, was wird das denn jetzt schon wieder? Markus? Ja, Armin? Ich wurde ja mit großer Mehrheit zum CDU-Vorsitzenden gewählt. Ja. Und ich bin Ministerpräsident im bevölkerungsreichsten Bundesland. Ja. Und habe ziemlich gute Beliebtheitswerte. Ja. Und du hast ja immer wieder gesagt, die CDU hat das Vorschlagsrecht für den Kanzlerkandidaten. Ja. Und dass dein Platz auf jeden Fall in Bayern ist. Ja. Darf ich dann vielleicht bitte Kanzlerkandidat werden? Bombenangriff! Bombenangriff! Frühjahr 2021. Jahr der Bundestagswahl. Die Union braucht einen Kanzlerkandidaten. Merkel ist weg. Widerstand gegen was? Gegen Merkel! Ich habe ja gesagt, ich werde mich erstmal ein bisschen ausruhen. Markus will es auf gar keinen Fall werden. Ich habe ja immer gesagt, wo mein Platz ist. Hier in Bayern. Ich fahre gern nach Berlin. Aber wissen Sie, was das Schönste an Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. Aber wisst ihr was? Bayern, 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 Bayern hat Bayern. Und Bayern. Was denn sonst? Ein paar Monate später. Gehen Sie davon aus, dass auch nach September 2021 Ihr Platz in Bayern sein wird? Ja, mein Platz ist überall in der Hinsicht. Es gibt einen spannenden Machtkampf zwischen Markus und dem charismatischen Armin. Ich habe Fotos gesehen, auf dem rauchst du Zigarillos. Mhm. Willst du damit aufhören? Ich rauch die nicht auf Lunge. Als du die Flu doch mal besucht hast, musstest du lachen. Warum? Ja, weil einer eine blöde Bemerkung gemacht hat. Kennst du doch. Du bist doch der Chef der CDU, ne? Mhm. Ist Maaßen ein Nazi? Markus zieht den Kürzeren. Ich habe Armin Laschet angerufen und habe ihm gratuliert. Die Union vereint sich geschlossen hinter Armin. Doch anstatt gemeinsam Wahlkampf zu machen, um das bestmögliche Ergebnis für die Union zu holen, tritt Markus ordentlich nach. Es gab Störfeuer aus München im ganzen Wahlkampf. Und das sind jetzt nur drei Beispiele. Es geht nicht nur darum, mit dem Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren. Da ging es um Ihre Kandidatur. Armin ruft Markus sogar an und bittet ihn, damit aufzuhören. Markus, lass es. Markus, warum sagst du jetzt wieder das? It's time to stop! Markus weiß natürlich von nichts. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Wenn Sie diese Tritte vors Schienbein immer wieder so ganz gezielt setzen, Herr Söder, warum machen Sie das eigentlich? Welche Tritte vors Schienbein? Und Armin Laschet kann sich, das sage ich aus voller Überzeugung, wie auch die CDU darauf verlassen, dass wir alles tun, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Sie posten Ihr Essen oft bei Facebook.
Der Social-Media-Grind von Markus ist endlos. Er hat sogar ein 3- bis 4-köpfiges Social-Media-Team. Außerdem mindestens 3 Pressesprecher, einen Kommunikationschef, der vorher bei der Bild am Sonntag war, und einen festangestellten Fotografen. Der hat das Privileg, hauptberuflich Fotos von Markus Söder zu schießen. Bester Job Deutschlands confirmed. Dieses PR-Team sorgt für einen anhaltenden Fluss an genüsslichem Söder-Content. Markus ist auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und TikTok. Er macht regelmäßig Q&As, liest aus Kinderbüchern vor, er hat einen eigenen Podcast. Es gibt ein Markus Söder Wimmelbild-Malbuch, einen Markus Söder Zollstock, eine Markus Söder Baumwolltasche, eine Markus Söder Kaffeetasse und ein Markus Söder Kochbuch. Letzteres ist inspiriert von Markus Söder Essenspostings mit einem Markus Söder Vorwort. Neben den interessanten Begegnungen mit tollen Menschen, den vielen Gesprächen und Diskussionen darf eines natürlich nicht zu kurz kommen, das Essen. Ich bin überzeugt, die bayerische Küche ist die vielfältigste und beste in ganz Deutschland. Schnitzel und Spargel, Wildfleisch, Bratkartoffeln, Backbohnen mit Butter. Markus lässt jeden einzelnen seiner Kanäle mit ganz spezifischen eigenen Inhalten bespielen. Auf Facebook spricht er als Fels in der bayerischen Brandung und verlässlicher Landesvater die Boomer an. Hallo und grüß Gott. Weihnachten steht vor der Tür. Naja, trotzdem danke. Auf Twitter ist er High Performer im PJ. High Status Coach. Auf Insta ist er der kultige Politikerkumpel und holt Millennials ab. Das ist eine Mega-Geschichte. Das wäre echt was für eure Freunde, Bekannte, Verwandte, also alle, die ihr so kennt. Auf TikTok traut er sich Dinge zu sagen, die er nie in einem bayerischen Bierzelt sagen würde. Gen Z darf es aber hören. Gibt's auch nach wie vor die besten Döner, die ich auch sehr, sehr gerne esse. Es gibt keinen Politiker, der seine kulinarischen Vorlieben so penibel dokumentiert wie Matt Markus. Zum Glück lebten Ziegen auf der Insel, viele Vögel, die genießbar waren und außerdem auch Meeresschildkröten, deren Fleisch und Eier mir wirklich gut schmeckten. Unter dem Hashtag Söder isst wird er zum trendy Foodblogger. Mein Problem ist, ich esse. Also ich esse tatsächlich und ich esse auch gern. Das unterscheidet sich ja von den meisten Menschen, ne? Am Anfang gibt es noch viel Gesundes und Grünes. Griechischen Salat, Schafskäse mit Avocado. Ja. Bis er dann das neue Trendthema entdeckt. Fleisch. Keine Sau braucht Gemüse. Markus ist mutmaßlich Vorsitzender einer geheimen WhatsApp-Gruppe, der treue Unionsmitglieder folgen. Ich würde sagen, eine meiner Lieblings-WhatsApp-Gruppen ist die WhatsApp-Gruppe Würstchen-Gulasch. Im April 2023 macht Markus auf einen Skandal aufmerksam. Alarm! Die Grünen. Die Grünen? Hätten in Münchner Kitas Fleisch, Wurst und sogar Fisch verboten. Das ist schlichtweg gelogen. Das Getöse kommt aber gut an. Eine zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinbraten mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. Markus' Instafeed wird fleischiger. Man findet fast nur noch Fleisch. Mal ein saftiges Holzfällersteak, mal ein kleiner Vitaminsnack, mal selbstgemachtes Spiegelei mit Salami und ein bisschen Schinken, mal eine spritzige Bratwurst-Compilation. Die Menschen lieben seinen Content. Den gewurstigen Aufwand lässt sich Markus einiges kosten. Allein die Kosten für Fotografen, die für seine Behörde arbeiten, beliefen sich 2022 auf rund 220.000 Euro. Das ist 20 Mal mehr als das, was sein Vorgänger dafür ausgegeben hat. Wie verrückt von mir. Auf einer Pressekonferenz wird er auf die üppige Summe angesprochen. Es geht hier nicht um Porträts, sondern es geht um Regierungshandel. Und jetzt war ich Radfahren, fahre um den Chiemsee rum. Herrlich. Regierungshandel. Ich habe in der Schule viel Handball gespielt. Mehr als Basketball. Heute finde ich Basketball auch super. Regierungshandel. Markus' PR-Team ist nicht unfehlbar. Hier telefoniert er scheinbar mit dem Homescreen seines Smartphones. Hier lässt er sich von der Bild als Samariter ablichten, obwohl er nur knappe 15 Minuten vor Ort war. Aber Bayern ist dafür führend beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Spitzenreiter sogar. Das hat zwar damit zu tun, dass Bayern ein großes Bundesland ist und eigentlich würde man bei Berücksichtigung der Fläche im hinteren Mittelfeld landen, aber hey. Wie verrückt von mir. Dafür postet Markus Bilder mit deutschen Eichen und Bayern ist zumindest bei der Windkraft an der Spitze der Südländer. Davon gibt es genau 2. Bayern ist also weniger schlecht als Baden-Württemberg. Je nach Jahr belegt Bayern in der Windkraftstatistik trotzdem den drittletzten, vorletzten oder letzten Platz.
Aber wer braucht schon erneuerbare Energien, wenn wir dank Markus bald die Erde verlassen können? Bayern wird voraussichtlich das erste multiplanetare Bundesland. Ich bin ein Science-Fiction-Fan, ich bin ein Raumfahrt-Fan. Bavaria One ist nicht irgendein Hirngespinst, sondern ein durchdachtes, strategisches Technologiekonzept. Space-Wurst Markus malt eine tiefgründige, wunderschöne Vision der Zukunft. Nur wer in die Zukunft schaut, wer immer schaut, wo sozusagen an den Bereich geht, wo noch nie zuvor ein Mensch gedacht hat, der wird auch die Zukunft möglicherweise kontrollieren, planen und auch ein Stück weit sicherer machen können. Dieser Mann regt zum Träumen an. Hier geht es um die Zukunft der Menschheit und nicht um Markus selbst. Entsprechend sieht das Logo der Mission auch so aus. Aber zuerst aus meiner Raumfahrttasse. Dafür wird er sogar von strammen Stammtischpopulisten kritisiert. Wenn er sich vor einem riesen eigenen Bild fotografieren lässt, das ausschaut wie der nordkoreanische Präsident, also da muss ich sagen, da hat er das Fingerspitzengefühl verloren. Zum Glück war Aiwanger nicht für Logo und ein entsprechendes Flugblatt verantwortlich. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Alles klar, Mann! Achtung, Achtung, hier ist die CSU! Achtung, Achtung, hier ist Bayern! Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden! Markus hat viele gruselige Gesichter und noch mehr Meinungen. Söder so akt, dass es Gegenden in Deutschland gab, wo Hartz IV unter den Schulabgängern als unerkanntes Berufsziel galt. Hartz IV ist ein Erfolgsmodell, das wir auch klar machen, wir wollen den Asyltourismus in Europa beenden. Dabei schießt der bayerische Schütze auch gerne drauf los. Zum Beispiel auf die Grünen. Er teilt sehr deutlich aus, die ganze Rede von Markus Söder steht unter der Überschrift "Die Ampel muss weg". Ich zitiere wörtlich: Wo Grün regiert, da sei der Abstieg programmiert. Er hat die Ampel auch als Kiffer-Connection bezeichnet. Die Grünen sind für ein Indianerverbot, sie sind für ein Autowaschverbot, sie sind für ein Fleischverbot. Man spürt eine richtige Fleisch- und Wurstphobie, liebe Freunde. Wir wollen auch in der Zukunft essen können, was wir wollen, meine Damen und Herren. 2023 wettern Markus und seine CSU gegen ein geplantes Fleischverbot der Grünen. Die CDU, Schnitzel und Spargel und die AfD liefern Rückenwind. Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Cem Özdemir kann sich gar nicht daran erinnern, Fleisch verbieten zu wollen. Wenn Sie wollen, können Sie sich auch einen Wecker stellen, der Sie nachts jede halbe Stunde daran erinnert, dass Sie Ihr Fleischpensum aufrechterhalten. Was steckt also hinter diesem Fleischverbot? In den Tiefen einer langweiligen Tabelle findet sich die Antwort. Die teilweise von Cems Ministerium geförderte Deutsche Gesellschaft für Ernährung präsentiert in besagter Tabelle eine vorläufige, beispielhafte, aber durchaus beängstigende Ernährungsempfehlung. 10 Gramm Fleisch pro Tag. Sie sind für ein Fleischverbot, sie sind für ein Böllerverbot, sie sind sogar für ein Luftballonverbot. Doch es wird noch schlimmer. Die Grünen wollen uns nicht nur das Fleisch wegnehmen, sie greifen auch Süßigkeiten an. Ich habe ja gelesen, dass sie jetzt in Berlin Süßigkeitenverbot machen wollen. What? Also für Werbung, ne? Ja, und nicht allgemein Werbung, sondern an Kinder gerichtete Werbung. Selbst die hat als Landwirtschaftsministerin wissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben. Da kam genau das raus. Werbeverbote. Ich bin dagegen. Sehr inhaltliche Antwort, finde ich gut. Aber wieso sind denn dann 66% der Bevölkerung für so ein Werbeverbot und ich glaube sogar über 80% aller Eltern? Das glaube ich nicht. Das ist aber so. Nö, glaube ich nicht. Er ist aber so. Nö, glaube ich nicht. Er ist aber so. Ich? Sie? Nein. Doch. Oh. Herr Özdemir sagt, er will jetzt Süßigkeiten, Werbung verbieten, gleichzeitig will er Drogen einführen. Verdammt nochmal, lasst die Leute doch ihr Essen, wie sie es wollen und schreibt ihnen nicht immer vor, was gut und schlecht ist. Wir Leute sind erwachsen genug, selber zu entscheiden, was sie essen wollen. Ich will für Bayern keine Drogen. Nein zu den Drogen! Prost! Bayern, das Land der Freiheit. Hier gibt es keine Verbote wie im elitären Berlin. Im freien Süden wird niemandem vorgeschrieben, wie er zu denken oder zu reden hat. Bayern ist gegen Wokeness und Cancel Culture. Die Ampel ist die unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten. Das Gegenmodell, das sind wir in Bayern. Markus will auch ein Narrativ entwickeln, was der Unterschied ist zwischen diesem Ampel-Norden und dem freien Süden. Dafür pumpt er jeden Tag gottlos viel Content in die Welt. Er und sein Team haben längst verstanden, dass man für Wählerstimmen keine inhaltlichen Argumente mehr braucht. Ein paar Schlagwörter zu Reizthemen wie Migration, Gendern oder pflanzlicher Ernährung reichen aus. Er macht Politik, indem er Ressentiments streut, polarisiert, verkürzt, verdreht und überspitzt.
hat man mir gesagt, ich müsse auch schützen, gendern. Und hat mir vorgeschlagen, nicht schützen Brüder oder Schwestern zusammen, sondern schützen Brüderinnen. In Bayerns Schulen und in Behörden soll künftig das Gendern verboten werden. Im April hat das Kabinett unter Leitung von Ministerpräsident Söder beschlossen, in jeder bayerischen Behörde muss ein Kreuz hängen. Eine tatsächliche Umkehr der bisherigen Asylpolitik in Deutschland. Mehr Grenzschutz, Rückführung. Man muss am Ende vielleicht auch das Undenkbare noch mal diskutieren, ob die einzige Chance vielleicht sogar die Rechtsänderung ist bei der Verfassungsfrage des Grundrechts auf Asyl. Wir brauchen eine Integrationsgrenze. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance, es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. So, liebe Gang, wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. An dieser Stelle massives Shoutout an den sensationellen Kanal Politik. Checkt außerdem die Hostingpläne von Hostinger ab, werdet Mitglied der Markus Söder Ultras und spart 10% mit dem Code TwoBoardGuys. Schaut nach links und rechts, wenn Söder wieder mit einem E-Scooter angerast kommt. Feiert gut und Case closed.